Bekomme ich eine höhere Rente, weil ich schwerbehindert bin? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Hier wieder meine Anfrage. Ich nutze schon seit mehreren Jahren den YouTube-Kanal Rentenbescheid24. Ich beziehe seit dem 1.3.2021 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte, Klammer auf, ohne Abschlag. Leider habe ich meinen Rentenbescheid noch nicht erhalten. Seit 4 Jahren besitze ich einen Schwerbehindertenausweis, GDB 100. Hat dies finanzielle Auswirkungen auf die monatliche Rente? Ja, lieber Anfragender, direkt hat Ihre Schwerbehinderung keine Auswirkung auf die Rentenhöhe. Das heißt also, die Tatsache, dass Sie eine Schwerbehinderung haben, wirkt nicht für sich gesehen rentenerhöhend. Das heißt also, es gibt keinen gesonderten Zuschlag dafür, dass Sie eine Schwerbehinderung haben oder weil Sie eine Schwerbehinderung haben, der sich direkt auf die Rente auswirkt. Aber wenn Sie eine Steuererklärung abgeben müssen und eventuell Steuern zahlen müssten, dann kann sich indirekt dieser Grad der Behinderung auswirken, weil Sie nämlich steuerlich gesehen Pauschbeträge haben, die Sie ansetzen können bei der Steuererklärung. Und ich hatte ja in einem früheren Video schon mal bekannt gegeben, dass sich diese Pauschbeträge ab dem Steuerjahr 2021 deutlich erhöht haben. Das heißt also, für die Nettorente kann es sich wirklich günstig auswirken, dass Sie einen Grad der Behinderung hier haben. Und zwar sagt das Gesetz ab dem Grad der Behinderung von 20. Da Sie hier den Grad der Behinderung von 100 haben, werden Sie dort auch den höchst ansetzbaren Steuerpauschbetrag haben. Die Tatsache, dass Sie eine Schwerbehinderung haben, wirkt sich nicht unmittelbar rentenerhöhend aus. Das heißt also, Sie kriegen dafür nicht zusätzlich Entgeltpunkte. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.